Generell wählen wir die Themen für ein Wissenschaftsjahr so aus, dass es Themen sind, die wirklich die ganze Gesellschaft betreffen, die das Leben jedes einzelnen Menschen beeinflussen. Und das tut die Digitalisierung mit einem rasanten Fortschritt und mit ganz vielen Einflüssen auf das Leben aller. Und deswegen ist es für uns ganz wichtig, dass in diesem Wissenschaftsjahr einmal demonstriert wird, wie wichtig ist Wissenschaft, Forschung und Entwicklung, wie viel steckt drin in dem, was uns umgibt. Aber eben auch die Kommunikation mit allen, mit älteren, mit jungen Menschen, um einerseits Ängste zu nehmen, andererseits auch deutlich zu machen, dass das riesige Chancen hat in der Entwicklung, die Digitalisierung, aber dass es auch mit Risiken verbunden ist. Und wie kann der Einzelne damit umgehen? Wie kann er möglichst selbstbewusst entscheiden, Risiken vermeiden oder eben sein Leben so gestalten, dass er sich nicht dominieren lässt durch die Technik? Mein Wunsch wäre oder mein persönlicher Bezug ist, dass man die Vorteile nutzt, dass man aber auch die klassischen Medien weiterhin nutzt, dass man sie nicht vergisst, dass man gut kombiniert und dass man die vielfältigen Möglichkeiten einsetzt zum Wohle der Menschen, für unsere Lebensqualität. Eine große. Wir haben dort ein enormes Anwachsen dieses Themas in den unterschiedlichen Forschungsinstitutionen, in unseren Außeruniversitären, in der Universität. Es gibt große Bedarfe von Seiten auch der Wirtschaft und Aufträge. Und diese Bundesregierung hat mit der digitalen Agenda sich so stark mit diesem Thema beschäftigt oder dieses Thema in den Mittelpunkt gerückt, wie noch keine Bundesregierung zuvor. Und das bedeutet in sehr starkem Maße Forschungskompetenz, Forschungsergebnisse, Stärkung der Forschung in dem Bereich. Genau, die können jetzt mit dieser App, die man runterladen kann, können jetzt meinetwegen nach Spanien fahren, was ich jetzt vor 2 Wochen gemacht habe. Das Nestling ist dann über sein erstes Lebensjahr runter nach Das heißt, es überlagert das 3D-CT.